echt, aber das kannst du ja echt keinem erzählen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Präsidente, ein Wirbelsturm rast auf uns zu. Wir sollten in die Katakomben fliehen. What? Wirbelsturm Noelia hat unsere Insel. Alter. Was zum. Oh mein Gott. Bin ich heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden? Oder nutzen? Oder gibt es hier irgendwie ein neues Update, dass die Amis ihr komisches Hard-Teleskop dazu benutzen, um meine Insel hier kaputt zu kloppen? Da gibt es ja diverse Der Theorien. Der Wirbelsturm ist vorbei, Präsidente. Wir sollten den Schaden abschätzen. Alter, also irgendwie wird meine Insel hier, hier heimgesucht, dass es überhaupt nicht mehr geht. Es ist ja... Was ist denn jetzt schon wieder? Ist der Hurricane immer noch nicht vorbei hier? Alter, brennt das hier? Was ist denn hier? Sir, ein feindlicher Tornado hat unsere Verteidigung infiltriert. Was? Schon wieder? Aber, ja, genau, jetzt am Strand. Ach, wisst ihr was? Leck mich doch am Arsch, ey. Ohne Spaß, das ist doch so unspielbar, ne? Was ist denn das hier? Ja, genau. Ja, komm, mach doch alles kaputt. Also ohne Spaß, aber irgendwie, das ist ja hier wohl, das kannst du echt keinem erzählen, das hier, das ist echt, ey. Wenn ich das jetzt ja eigentlich irgendwie mal reparieren gehe, hier oben sind doch Sachen kaputt gegangen. Ja, wegen einer aktiven die scheiß Katastrophen hört ja nicht auf. Was soll ich denn machen? Alter. Oh, der Tornado nähert sich hier gefährlich dem Luxusleiter. Ich will halt schnell das Luxusleiter, das mal ganz schnell einen Abgang machen. Alter, die ganze Insel liegt hier in Schutt und... Alter. Alles hier im Arsch, alles hier, aber oh mein Gott. Ein Schiff hat angelegt, während eines Wirbelsturms, natürlich. Kann ich die Sachen vielleicht abreißen? Ich kann die Sachen immerhin abreißen. Wobei, nee, am Arsch. Ich will die ja eigentlich reparieren und nicht abreißen. Ja, fahren da mit drauf. Jo, Tatsache! Guckt euch an, da fahren sie. Nee, wütet ein Tornado. Der Tornado kann klettern. Ein ziemlich sportlicher Tornado, wie ich mal meine. Oh. Na, einige von euch haben es bestimmt schon gemerkt. Natürlich, diese ganzen Katastrophen, die füge ich hier gerade selber manuell ein, per Cheat, wenn man es so will. Oh, Spionageinformation, ja, nice ist das. Jetzt wäre natürlich die Frage, wieso mache ich das? Was? Wildes Kamel auf der Flucht, weil es der Gefangenschaft am tropikanischen Hafen entkam, Ziel erreicht? Okay. Der Tornado wird schwächer, Präsident. Ja, warum mache ich das? Warum zerkloppe ich hier die Stadt meines LPs? Ich kann hier nochmal gerade ein Erdbeben machen. Bam! Präsidente. Ja, warum mache ich das? Ganz einfach, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es so, dass morgen Tropico 5 rauskommt. Ich rede einfach mal weiter. Ja, morgen kommt... aus meiner Sicht Tropico... Alter, halt die Schnauze, du Tussi, ich rede. So, morgen kommt aus meiner Sicht Tropico 5 raus und ich dachte mir, ja komm ey, das Spiel hier, das kannst du doch ewig weiterspielen. Das geht sowieso nicht zu Ende. Gut, ich könnte jetzt hier die 50 Jahre quasi zu Ende abwarten, aber selbst danach würde es ja noch weitergehen. Und ich möchte auf jeden Fall pünktlich mit Tropico 5 beginnen und was wäre es für ein perfekterer Übergang, wenn ich diese Welt hier kaputt mache und dann quasi... ja, ins frische Spiel quasi starte. Ich mache nochmal einen Tsunami. Nochmal ein schöner Tsunami. Zum Abschluss, komm. Das ist jetzt der Abschluss, nochmal ein schöner Tsunami. Und ja, bam.
Ehrlich gesagt, ich hatte mir erhofft, dass ein bisschen mehr kaputt geht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt hier alle möglichen Katastrophen rausgehauen. Moment, eins habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, warte mal. Das hier. Ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert, aber ich bin mir nicht sicher. Ich lasse mich mal überraschen. Ja? Sir. Ah, genau. Okay, das ist jetzt der Abschluss. Das ist die Katastrophe, die ich noch vergessen habe. Mehrere Tornados. Ja, morgen kommt Tokyo 5 raus. Ich freue mich wie ein Kanikel, wie ein wildes Kanikel drauf und werde es auch sofort let's playen. Und ja, diese Welt hier, sie war schön, sie hat Spaß gemacht, aber man muss sich auf den Fortschritt einstellen. Und deswegen ist das hier quasi die letzte Folge. Ach ja, diese alles Wirbel, wie viel sind das? Also 3 Stücke. Tja, und ich würde mal sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich aus diesem Let's Play. Ja, es geht quasi in einen fließenden Übergang, vielleicht schon aus eurer Sicht morgen Tag oder übermorgen, keine Ahnung, mit Tropico 5 weiter. Ich freue mich und ich bin gespannt, wie es wird. Bis dann und ja, guckt da mal rein. Ciao. Gott, ist das aufregend. Nee, komm, jetzt aber wirklich. Ciao und bis zum nächsten Video. Tschüss.